Ja, die Trolle greifen euch weiterhin an. Erwin, was machst du? Also ich überlege noch, ich könnte ja vielleicht einen Feuerball machen, aber nein, ich habe ja nur einen. Was gibt's denn noch? Vielleicht so ein Flammenstrahl. Ach, den habe ich vorhin schon gemacht. Ja, warte mal, gib mir einen Moment. Das will doch sicher keiner, oder? Aber wann ist es wichtig, die Zeit zu verkürzen? Wann ist es unwichtig? Wann bedeutet es Stress, und zwar unnötigen Stress für eure Spieler? Und wann ist der Stress wichtig, um Spannung aufzubauen? Und wann wollen eure Spieler auch den Stress? All das wird in diesem Video heute behandelt. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie eure Meinung und meine Meinung zu dem Thema Zeit sind, dann bleibt auch nur kurz dran, weil gleich geht's weiter nach dem Intro. Ja, das Thema wurde sehr kontrovers diskutiert und ist somit sehr spannend. Und natürlich, ihr erwartet es nicht anders von mir, kann hier die Psychologie helfen und auch die Kommunikation. Ja, Kommunikation. Die erste Frage ist natürlich, was will die Gruppe? Sind eure Spieler so, dass sie wirklich auch einen gewissen Druck spüren wollen? Sind sie so, dass sie sehr empfindlich auf Stress reagieren, also auf Zeitverkürzung, weil sie das schon den ganzen Tag im Job haben? Wie sieht es bei euch aus? Das könnt ihr ganz einfach in der Session 0 erfahren, oder ihr könnt es einfach nebenbei erfahren, indem ihr einfach fragt. Einfach fragen ist manchmal nicht so leicht, habe ich den Eindruck. Trotzdem rate ich dazu, bleibt mit euren Spielern im Gespräch und fragt sie, was sie wollen, was sie brauchen. In den meisten Fällen wird es für kein Problem sein, wenn man spannende Stellen nimmt, um die Zeit zu verkürzen, wenn man bei Fallen zum Beispiel Zeit verkürzt oder sowas. Bei manchen Spielern ist es wichtig, dass sie genug Zeit haben, sich alles zu überlegen, weil sie vielleicht schon den ganzen Tag im Büro so einen Stress haben. Das war eine Meinung, die öfter vertreten wurde. Ich habe das schon den ganzen Tag im Job. Warum soll ich mir das abends in meiner Freizeit auch noch anhören? Ein gutes Argument. Guckt, wie es bei euch in der Gruppe ist und findet einen Konsens, der für alle gut ist. Das ist die Kommunikation. Hier ein paar Beispiele, wann die Verkürzung von Zeit gut funktionieren kann. Erster Punkt: Bei Flucht oder Verfolgung kann es sehr spannend sein, die Zeit für Entscheidungen zu verkürzen. Denkt zum Beispiel daran, euer Diener ist durch ein Labyrinth nach vorne geschlichen, wird von seinen Gegnern, sage ich jetzt mal, entdeckt und flieht, weil er alleine keine Chance hat gegen die. So. Jetzt ist er durch ein Labyrinth gekommen, das heißt, es ist vielleicht nicht so leicht. Er wird immer wieder an Kreuzungen kommen, wo er ein oder zwei oder drei Möglichkeiten hat zu entscheiden. Eine wäre ganz einfach, aber bei zwei Möglichkeiten, willst du rechts oder links oder rechts oder links oder geradeaus bei drei Möglichkeiten, kann es schon sehr spannend sein, sich darauf zu verlassen oder die Zeit zu verkürzen und nicht zu viel Zeit zu lassen. Also, willst du rechts oder links laufen? Du hast 5 Sekunden Zeit für deine Entscheidung und dann 5, 4, 3, 2, 1 und dann muss die Entscheidung gefällt werden. Und dann gibt es auch kein Warten mehr. Sonst wird es ausgewürfelt. Du rennst zufällig links. Und was das dann bedeutet, bei einer 50-50-Chance könnt ihr euch vorstellen, es kann zu 50% schief gehen. Kennt ihr die Szene? Natürlich kennt ihr die Szene. Bilbo und Gollum treffen sich zum ersten Mal und machen das Rätselspiel. Und wenn ihr die Szene ein bisschen besser beobachtet, seht ihr, dass es einen enormen Zeitdruck gibt. Denn Gollum hat Hunger und er möchte Bilbo fressen. Egal, ob es vielleicht gegen die Abmachung ist, die sie getroffen haben oder nicht. Also steht Bilbo unter deutlichem Zeitdruck, während er das Rätsel lösen muss. Und sowas könnt ihr natürlich auch machen. Wenn ihr jemand gegenüber habt, einen Wächter zum Beispiel, der auf eine Antwort wartet, lasst ihn doch einfach sagen: So, du musst dich jetzt entscheiden. Wie ist deine Antwort?
verkürzt die Zeit hier und es wird spannender und es wird mehr Spaß machen. Aber denkt dran, wenn ihr die Zeit verkürzt, ja, dass es die Rätsel nicht zu schwer sind. Nicht, dass man in Schweiß ausbricht und nichts mehr hinbekommt. Ja, oder eine Falle schnappt zu. Ich liebe diese geniale Szene aus Star Wars. Ich glaube, 4 bis 6 irgendwo war es dabei, wo die auf dem fremden Todesstern ist. Lass mich nicht lügen. Und in die Mülltreppresse geraten. Und die Falle geht immer weiter zu, die Presse geht immer weiter zu. Sie schieben was dazwischen, aber es hält die Presse nicht wirklich auf. Und ganz spannende Szene, die natürlich ohne Zeitdruck völlig langweilig wäre. Sowas könnt ihr im Spiel auch machen. Ja? Was passiert, wenn jemand irgendwo eingequetscht werden könnte oder wenn eine Falle zeitlich getriggert ist, wenn es irgendein Rätsel gibt, eine Falle oder sonst irgendwas, die von Zeit getriggert wird. Manchmal kann auch so eine Sanduhr, die da im Hintergrund scheinbar läuft, in der Geschichte schon, sehr spannend sein. Was passiert, wenn die Zeit, wenn die Sanduhr abgelaufen ist? Dann schließen sich alle Türen und man muss gegen etwas Furchtbares kämpfen. Vielleicht nicht tödlich, aber vielleicht auch trotzdem gefährlich. Sehr spannende Sache. Aus der Community kam noch die Idee, zum Beispiel, ja, die Gruppe findet ein Banditenlager und überlegt sich stundenlang eine Taktik. Was passiert? Natürlich schicken die Banditen nach einiger Zeit eine Patrouille raus, routinemäßig, um zu gucken, ob ihre Umgebung noch sicher ist. Und die entdecken die Charaktere dabei, wie sie gerade diskutieren, wie sie die Höhle stürmen wollen. Ja, man kann dafür auch so ein paar Anhaltspunkte geben. Ihr seht welche, die in die Höhle reingehen nach einiger Zeit. Ja, nachdem sie eine Weile gesprochen haben, dann seht ihr welche, die rauskommen. Und dann spätestens sollten die Charaktere sich überlegen, beziehungsweise die Spieler sich überlegen, dass sie irgendwie eine Entscheidung treffen und irgendwas tun. Auch eine Idee aus der Community, die ich großartig fand, war, wenn es im Kampf bei manchen Leuten mal wieder zu lange dauert und das liegt so im Ermessensspielraum natürlich, dann müsst ihr selbst überlegen, was zu lange ist, aber ich glaube, man hat ein ganz gutes Gefühl dafür, dann verkürzt die Zeit. Und zwar indem zum Beispiel das erste Mal, wenn es zu lange dauert, derjenige ans Ende der Initiative geschoben wird. Und wenn das dann immer noch keine Entscheidung gibt, setzt er in der Runde aus. Und da werden die meisten Spieler wahrscheinlich sagen, oh, lieber mache ich irgendeine Aktion als keine. Denn in diesem Fall ist es meistens schlimmer, nichts zu tun, als irgendwas zu machen. Ja, ob ich jetzt einen Pfeil schieße oder einen Zauberspruch mache oder mit dem Schwert angreife, ob ich jetzt bei A stehen bleibe oder zu B gehe, kann wichtig sein, aber alles ist wichtiger, als nichts zu tun und irgendwo stehen zu bleiben und nicht zu handeln. Dann kann man lieber demjenigen, der vor einem steht, noch eins auf die Mütze geben. Auch ein wichtiger Aspekt für Zeit sind so Aktionen, wo eure Spieler voneinander getrennt agieren. Also einer spioniert was aus, der nächste ist in der Kneipe und der dritte unterhält sich mit dem Händler. So, derjenige, der ausspioniert, wird entdeckt. Er flieht und würfelt eine 1. Klassischer Fail im D&D. Was macht man jetzt? Natürlich ist jetzt super, jetzt erstmal zu dem Spieler zu springen, der als nächstes dran sein könnte. Also derjenige, der beim Händler ist oder der bei der Stadtwache ist. Und die beiden erstmal abzuhandeln. Was passiert in solchen Möglichkeiten? Erstmal schmort derjenige, der ausspioniert hat, in seiner Stelle rum. Das heißt, es ist für ihn weiterhin spannend, obwohl er gerade nichts tun kann, obwohl die anderen dran sind. Aber er ist in seinem eigenen Film. Und er hat länger Zeit, sich irgendwas zu überlegen. Und es geht trotzdem nicht von eurer Spielzeit ab, wie bei einem Kampf, wo alle nacheinander dran sind und dann jemand warten muss, wenn jemand anderes länger braucht. Das ist einfach eine super Nutzung von Zeit und die kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen, das mal zu benutzen. Nennt sich Cliffhanger, gibt es in Romanen, gibt es in Filmen. Ja, ihr wisst es, immer an den spannendsten Stellen ist es so, dass plötzlich die andere Szene dran ist. Ja, das sind alles Tipps, wie ihr Zeit nutzen könnt, um
in einem Rollenspiel, in einem Pen and Paper die Zeit zu verkürzen, denn manchmal ist es nötig, weil es soll ja spannend sein. Es soll eine Herausforderung sein. Ich glaube, die meisten von uns lieben es auch, dass es spannend ist, dass man manchmal auf Null rumkreucht. Dazu habe ich ja neulich erst ein Video gemacht. Und es muss auch eine gewisse Anforderung geben. Und hier kommt die Psychologie ins Spiel. Ich habe zum Stress schon ganz viele Videos gemacht. Ich habe mir hier eins verlinkt. Was ich aber ganz kurz erzählen möchte, es gibt das Jerks-Dodson-Gesetz. Und es sagt, ja, wenn zu wenig Anforderungen an Spiel an jemanden ist, dann ist er nicht leistungsfähig. Wenn zu viele Anforderungen an jemand ist, sinkt die Leistungsfähigkeit auch wieder nach unten. Es gibt also einen Zustand, der irgendwas damit zu tun hat, dass es etwas Stress gibt, aber nicht zu viel und nicht zu wenig. Und der ist sogar im Idealfall im Flow. Ja? Das sind diese Spieleabende, wo ihr 7 Stunden spielt und irgendwann denkt, warum bin ich eigentlich so müde? Ach, was, wie spät ist es? Ja, also dieses Flow-Erlebnis ist was ganz Besonderes. Das schafft man nicht allzu oft. Trotzdem, wenn man näher rankommt, wenn man die Zeit so verkürzt oder das Abenteuer so spannend macht, dass es wirklich eine Anforderung für eure Spieler ist, dann macht es, glaube ich, allen mehr Spaß. Denn wenn die überhaupt keine Anforderungen haben, wenn ihr es denen zu leicht macht, dann sind sie auch unteraktiviert. Und das ist auch immer ein Zeichen dafür, das steht so kurz vor der Langeweile oder ist schon mittendrin. Ja, ein Punkt, der noch ganz wichtig ist, Stress ist sehr subjektiv, was für den einen völlig okay ist vom Stresslevel oder ihn gar nicht mal richtig pusht, ja, ist für den anderen unter Umständen schon zu viel. Gerade durch die Vielfalt der Themen, die wir im Spielen behandeln oder die verschiedenen Stressarten, die kommen können, ja, ist es manchmal für den einen zu viel. Ihr müsst da wirklich gut auf eure Spieler achten und das mache ich manchmal, indem ich wirklich auf die Beobachtungsebene gehe. Ich nenne das vom Coaching her auch Metaebene, hat nichts mit Metagaming zu tun. Ich gehe auf diese andere Schiene, gucke an, wie es meinen Spielern geht. Also den Spielern, nicht den Charakteren. Und dann gehe ich wieder zurück auf die Spielebene und spiele weiter. Manchmal diesen Wechsel zu machen, um zu gucken, wo jetzt alle gerade stehen, um zu gucken, langweilt sich jemand oder ist jemand völlig im Stress, ist vielleicht jemand kreidebleich und es geht ihm übel. Das sind alles wichtige Punkte und vielleicht für den Zweifelsfall auch für Stress und für Zeitdruck kann man eine X-Card auf den Tisch legen, die einfach angetippt werden kann, wenn es jemandem zu viel ist. Wie die Folgen sind, ja, kann man auch klären, was also eine X-Card bedeutet. Manchmal wird eine Szene komplett neu gespielt, nochmal anders gespielt. Manchmal kann man auch sagen, okay, was ist das Thema? Ah ja, okay, ich muss ein bisschen Zeitdruck rausnehmen, das triggert dich gerade an. Wie gesagt, es ist sehr subjektiv und achtet gut auf eure Spieler. Es gibt natürlich auch andere Aspekte als diejenigen, die mit Spannung zu tun haben, wo man auf die Zeit achten kann oder auch sollte. Also, wenn ihr zum Beispiel sehr selten spielt, kann es sein, dass der dritte Besuch beim Händler schon zu viel ist. Denn man möchte ja auch held sein, man möchte auch ein Abenteuer erleben und nicht vielleicht um 50 Silberlinge ja, sich streiten oder sowas. Es gibt Möglichkeiten, hier einfach abzukürzen. Man kann die Spieler fragen, das mache ich öfter, wollt ihr die Szene beim Händler ausspielen oder nicht? Dann, wenn die Nein sagen, sage ich, okay, dann guckt einfach in die Liste, schreibt euch die Sachen auf, zieht euch das Gold oder das Geld, was ihr gebraucht habt, ab. Dann ist das schnell abgehandelt. Genauso ist es zum Beispiel, ja, wenn man zum dritten Mal das Lager aufschlägt, dann weiß man vielleicht schon, welche Reihenfolgen es gibt. Dann kann man dafür kann man so ja, Routinen machen. Ja. Also Hans macht immer die erste Reihenfolge, Ludovico die dritte und so ist alles klar und dann könnt ihr immer noch eure Würfel machen für Zufallsbegegnungen zum Beispiel oder eure Sachen passieren einfach automatisch in irgendeiner bestimmten Wache. Also wie gesagt, hier spielt Zeit auch eine große Möglichkeit und natürlich spielt Zeit auch ist auch Zeit wichtig, wenn man sie mal verlangsamen möchte. Und das klingt im ersten Moment vielleicht schräg, ja, Zeit verlangsamen. Wir brauchen doch schon so viel Zeit fürs Spielen. Aber ich glaube, dass es manchmal wirklich diese goldenen Momente gibt, wenn eure Spieler miteinander agieren oder mit NPCs agieren und es einfach ein fantastisches Rollenspiel gibt
Und dann ist es mir auch egal, wenn jetzt eigentlich draußen eine Handlung ablaufen müsste, dann lasse ich das Rollenspiel stehen und die Handlung, das ist so eine der Ausnahmen, hat jetzt Vorrang. Ja? Und ich möchte gern sehen, dass meine Spieler miteinander agieren, dass sie miteinander Spaß haben, dass sie sich reiben, dass sie sich mit NPCs reiben und dass total coole Sachen entstehen. Vielleicht auch Ideen für neue Geschichten und so weiter. Deswegen will ich diese kleinen Momente zwischen den Spielern und zwischen Spielern und NPCs auf keinen Fall vermissen und gebe dafür immer Zeit. Das heißt, ich verlangsame die Zeit im Prinzip. Ah, ist er jetzt abgestürzt? Oh Gott. Okay, wir sehen die andere Szene. Wir erfahren es erst danach. Auch beim Humor hat Timing eine wichtige Rolle. Wenn ihr irgendwas macht, was mit einer Pointe zu tun hat, dann ist es wichtig, dass ihr im richtigen Moment kommt. Ich habe zum Beispiel mal einen Halbling, der ist in die Stadt gekommen und in ein Gasthaus gegangen und der einfachste Raum kostete 1, der nächst teure 5 und der ganz teure 20 Goldstücke. Und der mit 20 hatte ganz viel Luxus dabei und war super. Und da wollte der Charakter unbedingt hin. Aber es war ihm zu teuer, ist ins nächste Gasthaus gegangen. Der billigste Raum kostete 1, der nächste 2 und der übernächste 3 Goldstücke. Och, dann nehme ich doch die höchste Kategorie in diesem. Was gibt's da? Ach ja, die gleichen Leistungen wie dem anderen. Bloß, diese extra Leistungen wurden auch extra berechnet. Das stand natürlich nicht auf der Karte. Und das hat viel Spaß gemacht, die Geschichte bis zu dem Punkt zu bringen und dann mit der Pointe rauszurücken. Es ist ja nichts Schlimmes passiert und alle hatten sehr viel Spaß in der Situation, als sie sich ganz anders entwickelt hat. Also eine Art von Pointe. Ja, final würde ich sagen, nochmal so eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Gedanken. Was für die eine Gruppe gut ist, zum Beispiel Zeitdruck, kann für die andere Gruppe nicht gut sein. Spieler sind sehr unterschiedlich. Bleibt im Gespräch, klärt das ab, beobachtet eure Spieler und füllt mal vielleicht eine Feedback-Runde rein. Feedback ist ein wunderbares Tool, um über die Aktion, die man gemacht hat, eine Rückmeldung zu bekommen. Ich habe hier nochmal ein Video dazu verlinkt. Das ist ganz spannend und so könnt ihr euch immer mehr an eure Spieler oder an dem, was eure Spieler wollen, annähern. Und das Spiel wird immer besser im Prinzip durch Feedback. Ja, wenn ihr merkt oder seht, dass eure Gruppe oder einzelne Mitspieler sich zu viel Zeit lassen, könnt ihr das Tempo ja ein bisschen anziehen, ein bisschen eine Temposchraube drehen. Und wenn ihr merkt, dass alle sowieso gut spuren und sich für einen zügigen Ablauf sorgen, dann muss man vielleicht auch an dieser Schraube in vielen Fällen gar nicht drehen, sondern man kann einfach warten, dass sich alles ganz normal entwickelt. Nicht immer ist es nötig, diesen Druck aufzubauen. Manchmal haben die Spieler schon sehr gut auf dem Schirm. Nicht nur manchmal, sogar meistens. Okay, das war es von heute von mir. Wenn euch das gefallen hat oder wenn ihr neue Ideen habt zu dem Thema, schreibt es auch in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich auch immer über ein Abo. Bis dahin, macht's gut. Euer Martin, ciao.